Juhu, Raketen und liebe alle anderen, willkommen zum Video. Drei Fotos aus meiner Vergangenheit und ihre Geschichte. Ich starte mit einem Foto aus 1999. Da war ich das erste Mal in so einem richtig großen Urlaub mit meinem damaligen Freund alleine, ohne Eltern. Wir waren da in Frankreich, in Carcassonne. Sein Bruder, der 5 oder 6 Jahre älter ist, war damals eben auch mit dabei. Und es war eben so ein richtig cooler Roadtrip, weil wir damals mit dem Auto vom Bodensee bis eben nach Südfrankreich gefahren sind. Das war, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir da unterwegs waren. Also es war eine irre lange Fahrt. Es war unfassbar heiß. Damals hatte noch nicht jedes Auto die Klimaanlage, so wie heute. Wir haben unfassbar geschwitzt, aber es war richtig cool. Und wir haben dann dort eben in so einem Ferienhaus gewohnt und dort ist dann eben auch dieses Foto entstanden. Und ich weiß noch genau, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Es hat sich so erwachsen angefühlt, so ohne Eltern Urlaub zu machen, in einem fremden Land, irgendwie auch richtig weit mit dem Auto gefahren. Es war so ein pures Abenteuer und ja, ich weiß noch, dass ich mich damals eben unglaublich gut gefühlt habe und es wirklich mit einer der schönsten Urlaube war, die ich da eben auch gemacht habe. Das zweite Foto, was ihr hier seht, das ist am Bodensee entstanden und es müsste irgendwie 2002 oder 2003 gewesen sein. Ihr seht auf dem Foto noch den Jules. Viele von euch fragen ja auch immer wieder so, hä, wer ist denn dieser Jules, der da immer wieder in diesen Videos auftaucht? Und Jules ist wirklich einer meiner ältesten und besten Freunde. Also ältesten im Sinne von, wir haben uns 1997 kennengelernt und sind seitdem eben befreundet. Und ich habe letztens dieses Bild irgendwo entdeckt und ich musste so lachen, weil wir zum einen natürlich ultra jung auch auf diesem Bild aussehen und der Jules unfassbar viele Haare hat und vor allem auch total dunkle Haare. Und ja, und ich weiß noch, das war auch echt ein total schöner Sommer, weil da auch Tina, meine beste Freundin aus Berlin, mit dabei war. Und das war eben so irgendwie in den 20ern auch so diese totale Freiheit, alle Möglichkeiten, die man hatte. Wir haben ja beide Germanistik studiert und ja, haben einfach immer so den Sommer total genossen, egal ob das jetzt in Bamberg war oder am Bodensee. Und ich habe mich damals eben riesig gefreut, dass Tina eben auch mal mit an den Bodensee gefahren ist und sich das auch mal angeguckt hat, woher ich eben komme. Da war eben der Jules dann auch mit dabei. Der hat ja auch in Bamberg studiert und dadurch auch die Tina gekannt und kennt sie heute natürlich auch immer noch. Und wenn ich mir dieses Bild anschaue, ist auch wirklich eine interessante Kombi, was ich da anhatte. Ne? So ein Military-Shirt und dann Jeans, Mini-Rock, dann irgendwie so Schlappen dazu oder so ein Sonnenschutz. Also ja, Mode war damals irgendwie noch nicht so mein Thema, wobei ich dachte echt, dass es richtig gut aussieht und so, ne? Und es war auch echt warm. Krass, wie braun ich da auch war auf dem Bild, ne? Das dritte Bild, was ich euch zeigen möchte, das ist 2004 entstanden. Das war, glaube ich, 1 oder 2 Wochen, bevor ich nach Köln gezogen bin, weil Viva mir ja damals einen Vertrag angeboten hat, dass ich eben für Viva moderieren darf. Und ich weiß noch, dass es ein Nachmittag zusammen mit Tina war und wir haben gesagt, so komm, wir machen jetzt nochmal richtig schöne Erinnerungsfotos. Und wir waren so traurig irgendwie in dem Moment. Oh, und es ist jedes Mal, wenn ich euch davon erzähle, könnte ich schon wieder anfangen zu heulen. Das ist echt schlimm. Ich hatte so mit Tina damals einfach so meine aller beste Freundin gefunden. Und ich glaube, deswegen sind wir ja auch heute noch so gut befreundet. Ja, das war richtig schlimm, so damals eben aufzubrechen und eben nach Köln zu gehen und alles in Bamberg so hinter mir zu lassen. Das war eben dieser Nachmittag, so unser letzter gemeinsamer Nachmittag. Und wir haben da eben ganz viele Fotos geschossen und wir haben ganz viel geweint und ja, und haben uns eben geschworen, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren werden und dass wir trotzdem immer befreundet sein werden. Und ich bin so glücklich, dass wir das eben bis heute geschafft haben und dass wir auch so in unserem ganzen Mama-Alltag und Working-Mom-Alltag das trotzdem eben noch schaffen, so Zeit für uns freizuschaufeln und auch mal zu telefonieren. Und ja, es ist einfach schön zu wissen, dass da eben so ein Mensch ist, der einen versteht und der auch so auf meiner Seite steht und ich auch weiß, so das wird bis an unser Lebensende halten.
Und ich weiß ja, dieses Video heißt drei Fotos aus meiner Vergangenheit und ihre Geschichte. Aber ein habe ich noch. Ich zeige euch noch ein Foto. Das habe ich letztens auch in den Untiefen meiner Festplatten gefunden. Es ist ein Foto, was eigentlich super privat ist. Das ist wirklich so ein privater Schnappschuss. Der ist nämlich morgens direkt nach dem Aufstehen entstanden. Das war damals auch in Köln in meiner Single-Bude, die ich damals mit viel Glück auch gefunden habe, mit so einer riesigen Dachterrasse auch. Und ich hatte da eben gerade so bei Viva angefangen und bin da in so eine komplett andere Welt irgendwie geschmissen worden. Und ich weiß eben noch, dass dieses Foto entstanden ist nach einer ziemlich krassen Partynacht. Und ihr wisst ja auch, dass ich jetzt nicht so die Partymaus bin und auch jetzt nicht so Alkohol trinke. Aber ich weiß auch, damals in dieser Nacht, da haben wir es echt krachen lassen, weil Tina da eben auch in Köln war und mich besucht hat. Und der Jules war nämlich auch da und der Richie war auch da. Also alle so meine besten Freunde, die mich da eben in Köln besucht haben. Und es war so schön, weil ich teilweise dann doch auch irgendwie lost war in Köln und nicht so richtig wusste, wo ich eigentlich hingehöre und ob das überhaupt so der Weg ist, den ich wirklich gehen möchte. Und da war es einfach mal schön, so die besten Freunde wieder um mich herum zu haben und zu wissen, dass die eben da sind und dass ich mit denen auch weiterhin Spaß haben kann. Und ich finde es halt so witzig, weil dieser Schlafanzug und dann die Haare und das war alles so not dieser Glamour, den ich ja normalerweise so für diese Sendungen hatte, wo man immer so ganz krass geschminkt wurde und coole Klamotten anhatte. Und das ist für mich so der krasse Gegensatz einfach zu diesem Leben, in das ich so reingeworfen wurde und dann aber jetzt eben mit diesem Foto auch zu sehen, hey, aber du bist halt trotzdem irgendwie noch so die gleiche geblieben. Und ich hatte trotzdem noch diesen uralt Schlafanzug, den meine Mutter mir geschenkt hat, irgendwie in Köln damit dabei. Ja, darum fand ich dieses Foto nur witzig, weil es zum einen eben so diese krasse Partynacht mit VIP-Liste und was weiß ich alles war. Und dann eben so der nächste Morgen so die pure Normalität. Und ja, mich das einfach nur freut, wenn ich sehe, so wir hatten echt Spaß, wir haben uns auch krachen lassen. Aber im Grunde genommen bin ich dann doch immer die gleiche Person geblieben, die damals dann eben aus Bamberg gegangen ist, in die große weite Welt und einfach mal ihren Traum gelebt hat. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Ideen oder Wünsche, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde auch gerne in Zukunft noch weitere drei Dinge aus meinem Leben zeigen und ihre Geschichte dazu erzählen. Also wenn ihr auch da Ideen dazu habt, was ich euch zeigen könnte, dann schreibt doch das gerne in die Kommentare. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.